Sich gegen das Coronavirus schützen zu lassen, ist einfach und kostenlos. Egal ob in den Impfstraßen, beim Impfbus oder in den rund 400 Impfordinationen im gesamten Bundesland. Dr. Heimo Brandstätter bietet in seiner Praxis in Strobl die Corona-Schutzimpfung mit, aber auch ohne Termin an. Impfen sollte so einfach wie möglich für alle vonstatten gehen. Man, jeder muss sich impfen lassen, weil sonst geht ja die Pandemie nie vorbei. Und außerdem spiele ich Tennis und Golf und bin Sportler auch noch. Und das war eigentlich der Grund, aber ich hätte mich sonst auch impfen lassen. Naja, als eigenen Schutz und auch Schutz den anderen gegenüber, weil man ist ja irgendwie den anderen auch gegenüber verpflichtet. Man kann ja immer nicht nur an sich denken. Weil es meiner Ansicht nach eine Bürgerpflicht ist. Ganz einfach. Ja. Wenn von außen eine Gefahr besteht, ähnlich wie beim Bundesheer oder beim Krieg, da stellt sich nicht die Frage, ob ich etwas will oder nicht will, sondern die Frage, ob man gemeinsam eine Bedrohung gemeinsam lösen kann. Und das ist mit der Schutzimpfung meiner Ansicht nach gegeben. Da habe ich ein gewisses Grundvertrauen in die Wissenschaft. Weil ich möchte nicht sterben da im Spital mit Anneli. Ich habe es eh schon mal gehabt. Leicht. Und ja. Und sicher ist sicher. Es war von vornherein kein Zweifel, dass wir sofort impfen gehen. Wir haben überhaupt nie gezweifelt, ab dem Moment, wo wir gewusst haben, es gibt eine Impfung, haben wir uns sofort gemeldet.